So. Ah, da ist sie ja. Sehr schön. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Also sehr, sehr schön, dass wir es geschafft haben. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Ja, reinsetzen bitte, genau. Dachte ich mir jetzt. Wir waren auf Freitag. Erstmal? Ich hab schon. Danke. Ja, das haben wir da hingestellt. Ich weiß nicht. Durst? Ja. Also ist ein guter Tropfen. Vielleicht mal zum Anfang gleich. Mhm. Das sind auch Tiere im. Also haben wir auch Tiere hier, das stört sie ja nicht. Mhm. Nee. Dachte ich. Ich habe eine Katzenallergie, aber. Na, so Künstler haben wir. Das macht nichts. Also, irgendwas hat man immer. Das stimmt. Ja. Gut. Raucher. Ja. Ist ja jetzt auch nicht mehr so populär. Nee, leider nicht. Aber sie rauchen auch, das finde ich schön. Das ist ja angenehm, da versteht man sich gleich. Das war früher halt mal besser. Das stimmt, aber solange man sich mit der Raucher noch treffen kann. Ja. Sehen wir es positiv. Ja, gut. Jetzt sind Sie ja da. Mhm. Schön, kannst du sehen. Habe ich mir nicht ausgedacht. Aber ich hätte es anders gemacht, wahrscheinlich. Mhm. Aber danke, Entschuldigung, das war jetzt nur so. Ich wollte nur wohl für die Ich war auch im Urlaub. Ich dachte, das ist ja auch ein bisschen schwierig. Gewesen auf Mallorca. Deswegen, da komme ich zurück. Naja. Schön, dass Sie da sind. Das ist ja auch, der Terminkalender ist ja voll. Allerdings ja. Gut, ich war nicht auf Mallorca. Warum? Keine Zeit. Also, naja, Zeit muss, die hat man nicht. Die muss man sich eben nehmen. Das hat mein Opa mal gesagt. Ein weiterer, würde ich sagen. Ein weiterer. Das stimmt. Wir sollen ja sprechen. Ja, das sollen wir, das müssen wir. Um was soll es denn gehen? Das war auch ein bisschen alles. Das weiß ich auch nicht so genau, Sie haben mich noch eingehört. So eine. Also ich habe ja gedacht, man hört ja jetzt viel von Ihnen, Sie sind ja extrem erfolgreich. Mhm. Also es ist ja wirklich, finde ich auch gut. Das ist ein Ding verstanden, in wenig Zeit. Auch also verdient. Ich habe mich damit ja, also ich habe ja auch studiert Kunstgeschichte. Mhm. Also ich habe ja einen Master. Ach, wirklich? Ja, war ja nicht so schwer. Mhm. Aber das ist, also das geht ja jetzt. Aber schon beeindruckt. Hat nicht jeder. Hat nicht jeder. Mhm. Und es ist mal gut, wenn man so ein Dokument in der Hand. Es gibt Situationen. Darum habe ich da jetzt auch, also wie mir scheint, Sie arbeiten ja mit Farbe. Jetzt. Das stimmt. Das stimmt. Das ist Ihnen aufgefallen, das ist so das, ich finde das sehr, also das ist ja gewagt. Das ist ja. Fällt nur wenigen auf, aber. Das kann ich mir vorstellen. Ja. Da muss man schon auch ein Auge für haben. Naja, ich habe mal ein bisschen geguckt, mal so ein bisschen länger. Mhm. Und das ist dann schon, das ist ja jetzt neu. Also mir, das ist ja. Absolut neu, ja. Wie kommt das denn? Also, ist da ein persönlicher, ist familiär irgendwie eine Verbindung? Also wissen Sie, manchmal kommt man einfach an den Punkt. Jeder Tag bald. Und dann aber, muss ja. Man radikal durchs Leben gehen. Um sich abzuheben. Ich nicht. Deshalb können Sie nach Mallorca. Chapeau. Das stimmt. Aber
Warum denn abheben? Also, und von was? Und warum? Wir können ja auch mal am Anfang vielleicht anfangen. Ich stelle mir jetzt vor, es ist ja nun nicht unbedingt so, dass man, das ist ja sicherlich auch ein Prozess. Oder wacht man früh einfach mal auf und denkt sich, jetzt arbeite ich aber mit Farbe. Nein, das ist ein langer Prozess. Wie war denn der Weg? Na, erst fängt es an zu keimen. Ha. Und dann muss man intensiv an sich arbeiten. An sich? An sich. Um radikal zu sein. Ja, aber Sie sind ja schon recht radikal in diesem. Also alleine das Mittel der Wahl ist ja, muss man sagen, nicht. Das ist ja nun auch nicht alltäglich. Und gleichzeitig haben das schon natürlich, da steht man auch auf breiten Schultern. Historisch. Oder sehen Sie das anders? Mir wäre nichts bekannt. Kein Master. Soweit ich weiß, sind das die ersten Arbeiten in Farben. Die ersten Werke in richtiger, also. Ich glaube, es gibt schon, also aus meiner Sicht, das ist natürlich die Frage, wie man da, aber da haben Sie recht, man kann das natürlich, wenn man das. Also sehen Sie das ja mal so, es ist ja, jedes Werk ist ja auch, unterscheidet sich ja von dem, des anderen durch die Person. Welche Person? Durch die Persönlichkeit. Künstlerpersönlichkeit? Durch den Menschen. Was ist das? Der Mensch. Das ist ein guter Punkt. Aber Spaß beiseite, ich verstehe jetzt, ich verstehe, was Sie meinen. Bitte? Somit ist jedes Werk auf seine Art radikal und einzigartig. Sehen Sie sich als absolutes, ist das absolut originär? Sie können nicht durch die, das Menschsein schulen. Per se sind Sie sozusagen radikal. Ja. Ich glaube, man wird radikal geboren. Und es braucht viel Arbeit, das zu verstehen. Ich glaube, meine Geburt ist radikal. Schon mal erlebt? Ein, zweimal. Respekt. Und wenn wir Sie jetzt in dieser Radikalität, die Sie nun, ich muss sagen, das finde ich ein bisschen schwierig persönlich. Es gibt auch, also aber gut, dann ist, also sind Sie aber dann radikaler als andere Radikale. Das würde ich so nicht sagen. Ich denke, es geht darum, die eigene Konsequenz zu entdecken. In der Radikalität. Und das haben Sie, also, Entschuldigung, aber das ist ja unmöglich. Das haben Sie geschafft. Das müssen Sie beurteilen. Das kann ich nicht beurteilen. Aber wieso denn Farbe? Warum? Ich würde gerne mal wirklich nochmal, wir sind ja vom Anfang jetzt schon wieder sehr weit entfernt. Ja, das stimmt. Sie haben auch ein rasantes, eine rasante Gesprächsführung. Sie wollen doch überhaupt nicht über den Anfang sprechen. Aber ich, und das ist, was die Leute hören wollen. Warum Farbe? Ja, man muss doch vorankommen, auch im Gespräch. Aber was zieht sie denn hin? Ist da was? Ist da eine radikale Welt, ein Universum, das sich, die sich erschließen wollen, für uns erschossen sein will? Das würde ich so sagen. Radikale Vorbilder? Nein, ich glaube, Vorbilder sind völlig überbewertet. Ich glaube, Vorbilder engen einen komplett ein.
kommen Sie mal hin, dann machen Sie was, dann sagen Sie, ah, schön, habe ich gemacht, dann haben Sie das Gefühl, Sie haben was für sich geschafft und dann kommt da jemand und sagt, ah, kennen Sie den, der hat was Ähnliches gemacht. Für wen schaffen? Guter Punkt. Da hat man was geschafft. Was heißt das? Das passiert. Ich kenne das Problem am Zettel. Na, das haben Sie gesagt. Am anderen, nicht hier. Hier gibt es ganz andere Probleme, habe ich das Gefühl. So, Mann, ganz raus. Nein, es ist die Radikalität. Ihr, die anderen. Wenn man was schafft, warum schafft man das? Für wen schaffen? Was ist schaffen? Schaffen wie Erfolg? Erfolg im Sinne von schaffen wie etwas erreichen? Da muss man sagen, muss man den Begriff schaffen auch erstmal definieren. Würde ich gerne machen. Denn man kann ja auch schaffen im Sinne von hinter sich bringen. Das meine ich aber nicht. Und ist das so mit Erfahrung? Haben Sie das jetzt hinter sich gebracht? Nee, da stehe ich ganz am Anfang. Das geht gerade erst los. Das Spiel. Geht gerade erst los. Die Kapelle hat den Tango erst angespielt. Sozusagen. Ja, guter Punkt. Kapelle spielt auch eine Rolle. Welche? Musik? Oder Sakrale? Die Kapelle an sich. Verstehe. Der Raum. Ist ein Punkt. Bitte mehr erläutern. Na, wenn Sie in einem Raum stehen und den intensiv auf sich wirken lassen, zum Beispiel in einer Kapelle, da spielt ja auf einmal Farbe eine Rolle. Das stimmt. Aber was für einen? Das gilt es dann rauszufinden. Und sprechen wir jetzt über Farbe im Raum? Das haben Sie gesagt. Das stimmt. Oder über Raum als Material? Auch das haben Sie gesagt. Das ist, ich frage was. Das ist eine Frage. Sie haben das entschieden. Das Sie sind ja. Ich würde sagen, es geht um die Farbe des Ganzen. Und deren vielschichtige Bedeutung und den Mangel in unserer heutigen Umgebung. Heutige Umgebung. Interessant. Umgebung. Die Großeltern? Ich hatte welche hier. Ich aber. Beide. Was? Tot, beide. Herzlichen Glückwunsch. Nicht an Sie. Achso. Ich gebe es weiter. Habe ich ja gerade. Schon passiert. Großeltern? Ja, nur so. Ach so. Ja. Der familiäre Hintergrund. Es hätte ja was kommen können. Es kommt ja nicht viel, Frau Petersohn. Ja, das ist wohl wahr. Da muss ich jetzt schon mal sagen. Also meine Großeltern waren ja sehr anständige Leute. Sie was haben heißt denn das? Anständige Leute. Na, so wie Sie. Ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen. Nicht besonders kooperativ. Ja, gut, ja, anständige Leute, ja, das ist ein schönes Kompliment. Meine
großen Mutter hatte sich ja schon in sehr jungen Jahren damit auseinandergesetzt, mit der Theorie, dass es so etwas wie Farbe geben muss. Und jetzt sind wir bei den Schultern. Gut. Ja. Die Großmutter eben. Das hatte ich ja gelesen. Man muss ja sagen, ich spreche darüber nicht so gerne, weil das ist ja, es kommt ja immer die Frage, nach dem Hintergrund, als ob das dann fürs Werk eine Rolle spielt. Es ist doch, aber die Menschheit muss doch in ihrem Interesse an ihrem Werdegang einfach auch die Teilhabe. Danke. Aber das ist doch auf den Märkten zu machen. Das stimmt, das ist völlig scheißegal. Aber das Ganze gilt, also man braucht sich auch nicht unterhalten. Das ist das Schöne. Das ist ja auch ein Punkt. Jetzt sagen Sie, man kann sich nicht unterhalten, wenn es nicht um den Werdegang und die Großeltern geht. Nein, ich nicht. Die Leute, die müssen an die Leute denken. Hm? Ich denke ungern an die Leute. Das verstehe ich. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der Arbeit. Deswegen sitze ich immer hier, ungern an Leute zu denken. Hm. Wer sind denn die Leute? Gibt's die? Gibt's die überhaupt? Die Leute? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube, ganz beide von uns mal. Und ist das ein Ziel? In Ihrer Ist das Farbforschung? Darf ich Farbforschung sagen? Ja, das finde ich, darauf können wir uns einigen. Ja. Farbforschung, das finde ich einen sehr guten Blick. Ist das entkoppeln? Vom eigentlichen, oder ist das nicht mehr auch ein Brückenbau, so von Seele zu Seele, was Sie da versuchen? Es geht darum, die konkrete Seele außer Acht zu lassen, nicht eine bestimmte Seele im Kopf zu haben. Ja, gut, ja. Mehr die Gesamtheit. Mehr alle Seelen. Mhm. Auf einmal. Das wäre sehr interessant. Also kann man sagen, das ist ja auch so eine Seelenfängerei dann, oder wie kann ich mir das vorstellen? Inwiefern? Sie müssen sich das Werk ja nicht anschauen. Das muss ich nicht? Nein. Wenn ich von jedem erwarten würde, dass er sich das Werk anschaut, dann hätte ich doch schon verloren. Dann spielt der konkrete Mensch wieder eine Rolle. Muss ich nicht. Kann ich mir auch in meinem Kalender gleich. Da kann ich ja nochmal nach Mallorca. Sehr gut. Ja. Sie können natürlich. Ja, aber ich muss ja nicht, haben Sie ja gesagt. Nee, muss man nicht. Das ist ja die Frage, was wollen Sie für sich? Ja, aber darum sind, dass es da, das klären wir heute nicht. Das stimmt. Also Sie sind ja hier, um auch mal so ein bisschen zu erzählen wahrscheinlich, was so Sache ist. Ne? Was so abgeht. Ja? Bin ich dafür da? Ich weiß nicht, ich dachte, also, das ist ja auch nicht so bequem, muss man auch sagen. Ich dachte, also, es war so ein Gedanke, der so. Oh. Naja, jetzt sind Sie ja, machen Sie was? Ist Zeit. Besser. Mittags machen wir ordentlich. Ach, schon ein kleiner Schluck lindert den Schmerz. So gut, es ist also die Freiheit, haben Sie ja angesprochen. Hm. Gibt's die? Das ist eine interessante Frage. Ist das? Ich glaube, es gibt immer nur begrenzte Freiheit für einen begrenzten Zeitraum. Und, ja, das ist wahrscheinlich richtig. Gibt es die, ist das so in Ihrer
Farbforschung, das ist ein Ziel. Die größere Freiheit, oder kann man das so sagen? Eine begrenzte Freiheit für einen begrenzten Zeitraum, das würde ich sagen. Was definiert denn den Zeitraum? Ich glaube, der Zeitraum wird begrenzt oder definiert durch... Ich glaube, wenn man die Freiheit zu sehr kennenlernt, dann kann man die Grenzen sehen. Zu sehr. Wenn man sich ihr voll annimmt und sie diesen Freiraum, diese Freiheit als Freiraum, wenn man das in jeder Hinsicht begreift, dann ist es ja, wenn man von Freiraum spricht, schon etwas, was per se Grenzen hat, und das kommt mit der Zeit. Und diese gilt es dann wieder zu erweitern. Deshalb ist es immer nur eine Verschiebung. Das klingt aber fast ein bisschen negativ, zu sehr. Ja, aber warum denn negativ? Weil Freiheit der einzige Begriff ist, der etwas Positives mit sich bringt? Nein, das zu sehr. Wenn man sich das zu sehr anguckt, dann sieht man die Grenzen. Das klingt so ein bisschen, als wäre das nicht gut. Ist das nicht gut? Ich glaube, es ist gut, weil wenn man die Grenzen sieht, dann kann man seinen Freiraum wieder neu definieren. Na eben, die Grenzen zu sehen ist ja ziemlich wichtig. Die eigene Beschränktheit zu begreifen könnte ja eventuell... Deshalb ist die Freiheit eben nur eine... Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Nein, gar nicht mehr. Deshalb ist die Freiheit ja nur eine zeitlich begrenzte Sache. Aber ist das... Das glaube ich nicht. Also das hieße ja, es gibt Regressionen nach einer bestimmten Zeit. Nicht nach einer bestimmten, aber mit dem Vergehen von Zeit wird die Grenze sichtbar. Ich glaube, man schafft sich... Das heißt, du sprichst davon, dass du erstmal eine Freiheit schaffst, die du dann für Freiheit hältst. Jetzt tut es nicht. Das ist ja Freiheit. Haben Sie recht. Ja. Und das indem man im Verweilen in dieser neu gefundenen vermeintlichen Freiheit wieder die Grenzen sichtbar werden und damit die Freiheit wieder endet, sozusagen. Vielleicht handelt es sich dann aber um, vielleicht muss ich mich dann... Und das ist die Bewegung. Korrigieren und sagen, es handelt sich um verschiedene Formen von Freiheiten, weil man ja sagen könnte, dass das Erkennen von Grenzen auch eine gewisse Freiheit hat, weil man sie dann wieder verschieben kann. Das klingt irgendwie. Riecht nicht gut. Boah, alter Schwede. Ja, da kuppelt was vor sich hin. Wir löschen mal mit Schnaps. So. Einen für die verlorenen Seelen. Einen für die. Besser. Willst du? Nee. Ja. Ach, Sie haben ja. Vernünftig. Das war nicht zu viel, aber. Ja, das ist immer ein großes Problem. Besonders gut, aber. Ist das verkehrt. Aber das ist ja schon mal, damit kann man ja arbeiten. Aber. Ja, aber das ist die Entwicklung. Das ist die, also auch in der Farbforschung ist quasi das Finden der Freiheit gefolgt vom Finden der Grenze immer ein Thema, sozusagen. Ja. Die Grenze als solche existiert ja damit nicht, muss man sagen. Dann könnte man sagen, Freiheit und Grenze sind vielleicht keine fest definierten Dinge, sondern eher amorph. Ja, ist nicht die Grenze, die man wieder überwinden muss, per se schon non-existent? Das glaube ich nicht. Es ist doch immer nur eine Geschichte dann, die man sich selbst erzählt. Ist eine Grenze nicht, dass man an der beschreibt die Grenze nicht die Stelle, an der man sich selber vorstellen kann, dass was auch immer dort aufhört?
Ich glaube, das tut es und ich glaube, das braucht man, um diese Verschiebung, die eigentlich ständig stattfindet, überhaupt vornehmen zu können. Ich glaube, man muss es so benennen. Man muss für sich diesen Punkt benennen. Zu sagen, jetzt ist alles ganz lange schwarz-weiß, jetzt muss ich was ändern. Richtig, Entschuldigung, ich bin ja ein bisschen... Das ist natürlich jetzt ein gutes Beispiel. Wie fühlt sich das denn an, jetzt wo Sie was geändert haben? Sehr gut. Also ich habe schon lange nicht mehr, ich war schon lange nicht mehr so motiviert. Es ist diese Neugier jetzt wieder da. Welche Neugier? Diese Neugier, im Arbeiten, mich überraschen zu lassen. Jetzt seit Farbe, sozusagen, ne? Seit Farbe, ja. Genau. Das ist ja, insofern kann ich es muss sich natürlich niemand anschauen. Ich kann es halt empfehlen, man kann es auch mal ausprobieren selber. Es ist, also ich finde das schon schwer. Also da muss man auch mal wirklich, ich muss jetzt mal ehrlich sagen, da muss man sich auch wirklich langsam rantasten, weil das einfach so... ich war auch überfordert, muss ich sagen. Ich habe auch jetzt nicht gedacht, ich wusste jetzt auch nicht, wer da kommt. Als ich, nachdem ich das gesehen hatte, wollte ich jetzt nochmal sagen, das ist jetzt nicht negativ gemeint. Ja, das höre ich öfter von außen, das ist immer sehr überraschend. Für einen selber ist ja diese Verschiebung, dieser Prozess ist ja sehr lang und sehr langsam auch. Und von außen wird das dann immer viel... Für uns ist das eine ganz, das ist eine sehr plötzliche Behauptung, muss ich jetzt mal. Puff, bang. Also ich habe das nicht kommen sehen. Also sie hat das schockiert. Ich wusste ja auch, also ich bin ja mit ihrem Öffre auch vertraut, soweit über die letzten Jahre, also Jahrzehnte, kann man ja nun schon, kann man ja fast sagen, Dekaden, sagen wir im Fernsehen immer gern. Und ja, also das war Chapeau, habe ich mir gedacht. Da lässt man aber immer die Hose runter. Wenn das mal gut geht. Aber es ist ja, also mutig. Mutig. Nee, das hat also keiner kommentiert. Das ist ganz erstaunlich. Für mich ist es ein sehr konsequenter Prozess. Na, wir waren ja nicht dabei. Ich kann Ihnen das nur glauben. Es haben auch Leute von... Also das sage ich jetzt aber nur, weil also sie sind mir jetzt auch nicht unsympathisch. Sagen, sie machen ja so einen ganz vernünftigen Eindruck. Aber das haben schon Leute auch, ich habe schon auch gehört, dass mal jemand hier PR-Stunt gemunkelt hat. So hinter. Ne? Karriereende, Sackgasse, der Agent sagt, wir brauchen den Umbruch. Also so plötzlich kam das auch. Ja, das ist, wird leicht vermutet. Ja. Ja. Aber ich kann Ihnen versichern, das ist wirklich ein Prozess aus einer reiflichen Überlegung. Aber dass man das so lange nicht vorher, dass Sie das so unterm Teppich gehalten haben, dass Sie daran arbeiten, das ist ja schon, war das schwer? So, jetzt bitte, jetzt. Entschuldigen Sie. Also wir sind wieder da, es gab kurze technische Schwierigkeiten. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber es ist was ausgefallen, was, ich sag's jetzt einfach, Ihre Entourage verkackt hat, ein bisschen. Das ist, da kann man ja mal, also, die sind jetzt draußen. Wirklich wahr, das... wenn wir schon, und das muss doch hier nicht in der Öffentlichkeit besprochen werden. Ist doch ein professionelles Interview, dachte ich hier. Dachte ich auch. Oder sind wir für die offenen Gespräche? Dachte ich auch. Also, nicht so leicht.
unterm Teppich zu halten. Sehr schön. Man möchte ja sicherlich auch. Ja, man möchte. Und? Es ist, man geht raus und man hat. Aber wer hält einen denn zurück? Sie sich selbst? Es ist noch nicht so weit. Ja? Ist das so? Kann ich mir das so vorstellen? Da sprechen wir jetzt weitestgehend vom Klischee. Aber es sind da, also da muss ich, also persönlich bin ich ja der Meinung, viele Klischees enthalten dann doch auch einen Kern Wahrheit. Mhm. So. In dem Fall nicht, sagen Sie. Ich glaube, so einfach ist es nicht zu sagen. Was hält einen zurück? Was hält einen zurück? Viele Dinge halten einen zurück. Ich glaube, man selbst hält sich zurück im Leben. Andere halten einen zurück. Und? Die Angst hält einen zurück. Ich glaube, das ist ein großer Punkt. Ich glaube, eine undefinierte Angst. Geht Ihnen doch auch so? Nee. Wenn Sie jetzt nach Mallorca fahren? Ja, wann? Und der Flieger? Flieger? Der landet woanders. Dann verklage ich die. Da habe ich ja keine Angst. Im Gegenteil, freue ich mich. Ich würde sagen, das ist tiefe Verunsicherung. Na, wo landet er denn? Das wäre dann interessant. Aus Versehen auf den Kanarischen Inseln? Kein Problem. Ich mache mir eine gute Zeit und verklage die Sauberne trotzdem. Oh, das war mal eine gute Idee. Sie sehen, worum es ja eigentlich geht. Ja. Ist ja Ihre Angst. Merken Sie, wir haben den Faden verloren. Ich versuche ja hier, es ist aber auch nicht leicht mit. Ich hab ja mein. Machen Sie, ich bin ja auch nicht hier, um es Ihnen leicht zu machen. Das höre ich öfter. Feuer? Vielen Dank. Kann ich hören. Also die Angst. Was war mit der Angst? Ich denke, die Angst hält einen zurück. Eine undefinierte Komponente. Und insofern haben Sie recht, denn die Angst kommt wahrscheinlich aus einem selbst. Ja. Naja, das weiß ich nicht so genau. Die Angst ist wahrscheinlich, dass sie nur. Würden Sie es in Angst nehmen? Also ich bin ja nicht in der Situation. Ich habe jetzt mein Oeuvre nicht radikal neu ausgerichtet, so wie Sie. Aber es geht doch jedem Menschen so. Nehmen Sie mal an, Sie würden irgendwie, Sie hätten den dringenden Wunsch, morgen Gärtner zu werden. Oder was wollten Sie schon immer mal sein? Sind Sie zufrieden so in Ihrem Leben? Oder gibt es was, wo Sie sagen, das wollte ich schon immer mal machen? Urlaub auf Mallorca habe ich gemacht, schon 20 Mal. Nee, ich habe alles erreicht. Dann herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber ich fühle mich auch ein bisschen leer. Da sind Sie. Vielleicht ist dann doch was drin. Am Gärtner. Also angenommen, Sie würden jetzt, würden sich jetzt denken, Sie würden doch gerne noch Gärtner werden. Ja. Würden Sie es einfach machen, wenn Ihnen der Wunsch kommt? Ja. Ja, so ein Typ bin ich. Chapeau. Schaffen nicht viel. Aber ich mache mir nicht die Hände dreckig. Und sehen Sie, da sind wir wieder mit Angst.
Jetzt haben Sie ja eine große Präsentation vorbereitet. In Farbe. Das ist richtig. In Farbe. Gelungen? Oder? Absolut. Im Wobei Zweifel. Absolut. Mal Hand aufs Herz? Absolut. Ich bin überzeugt. Gut. Die Presse ist ja ganz positiv gestimmt. Ja, glücklicherweise. Seit einigen Jahren hat sich das Blatt gewendet. War ja nicht immer leicht. Ist am Anfang nie leicht. Wenn man sie einmal hat, dann ändert sich alles. Mein Tipp für jemanden wie mich, aufstrebender junger Gärtner, was kann man tun? Dranbleiben, junger Mann. Durchhalten. Ja. Ganz fest dran glauben, dann kann man alles schaffen. So was? Gärtner. Das ist keine Glaubensfrage. Wir müssen einfach Gärtner. Und sind Sie... Da geht es nicht um Durchhalten oder nicht Durchhalten. Da geht es darum, dass man gärtnert. Also der Weg ist das Ziel. Sie müssen sich von diesen Fragen freimachen. Was denn für eine Frage jetzt? Na, ob man durchhält, wie es besser wird. Einfach machen. Ja. Mal eine Tomate anpflanzen. Das klingt aber schon kompliziert. Wie kann man denn einfach was machen? Dann gehen Sie hin und nehmen Erde und stecken einen Samen rein. Und dann gucken Sie mal, was passiert. Aber wenn ich jetzt einen Anspruch hege an meine Tomatenpflanze, ich bin ja auch nicht irgendjemand. Sehen Sie, ich komme ja auch von unten. Und meine Tomate muss ja was werden. Aber woher kommt denn dieser Anspruch? Sie wollen ja einfach Gärtner werden. Dafür müssen Sie ja erstmal irgendeine Tomate haben. Ob die was wird, das kann ja noch keiner wissen. Verstehen Sie? Das ist interessant. Sind Ihre Tomaten was geworden? Im letzten Jahr nicht. Ich hoffe, in dem Jahr werden sie besser. Aber sie sind ja auch kein Gärtner. Nein, ich bin kein Gärtner. Was sind Sie denn? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich habe ja auch viel gelesen. Das sind immer so diese Definitionsfragen. Was sind Sie denn? Naja. Ja. Wir brauchen irgendeine Orientierung hier. Ja? Wofür? Zum Orientieren. Ja. Schön. Wohin denn? Zum Und Ziel. Da sind wir wieder bei der Angst. Welche Angst? Ja. Vor der Orientierungslosigkeit. Die macht mir keine Angst. Ihnen? Aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie brauchen die Orientierung. Aber ich will Sie nicht rausbringen, ich habe Sie unterbrochen. Sie wollten eigentlich sagen, Sie haben was gelesen. Ja, Sie sind ja auch sehr begeistert Wassersportlerin, habe ich gelesen. Ist das korrekt? Das stimmt, ich schnorchle unglaublich gern. Warum? Weil es lustig aussieht da unten. Auf Mallorca? Ja, doch. Nein. Schon mal geschnorchelt? Ja, auf Mallorca schon mal geschnorchelt. Aber ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich nicht.
Also gut. So als Profi-Wassersportlerin. Aber das haben sie ja auch aufgegeben. Das war ja auch... Es war ja olympisches Schnorcheln auch mal. Stand ja im Raum, habe ich ja, wenn das korrekt ist. Das stimmt. Aber mir hat einfach am Schluss war es eine Frage des Geldes. Und dann doch Farbe. War zu wenig. Verdient nicht viel. Ne? Ist zu wenig. Na, man muss sehr viel investieren. Man muss ja erstmal dahin kommen, wo man gut schnorcheln kann. Ja. Man kann jetzt nicht einfach zu Hause sitzen und sagen, ich schnorchel jetzt. Ach nicht? Es geht schon in der Badewanne, aber es ist weniger spektakulär. Und da waren dann wieder die Grenzen, da habe ich mir gedacht, nee, das, jetzt kenne ich die Badewanne, ich würde einfach gerne was anderes sehen. Und dann die Farbe in der Badewanne. Richtig? Ist das so passiert? Ist das so gelaufen? Ja? Habe ich? Nee. Das hast du nicht erwischt. Da war es geschehen. Hm. Aber nicht bereut. Nein, nicht bereut. Gut. Was noch? Also ich bin sehr froh, weil es ist ja, wenn man viel schnorchelt, man wird auch sehr schrumpelig. Und das ist mit der Farbe nicht ganz so kompliziert. Das ist so ein Rosinensport. Mhm. Ja, nennt man so. Das verstehe ich. Ja, man ist ja ungern ganz schrunzlig. Ja. Das macht sich auch in Fernsehsendungen wirklich extrem. Ich bin auch, wollte gerade sagen, ich bin eigentlich, also wenn Sie jetzt noch, wenn Sie das mit dem Schnorcheln noch, das wäre jetzt nicht so interessant gewesen, also optisch auch, muss man, da wäre jetzt wenig Unterschied zwischen Sitzgelegenheit und, also, aber das führt jetzt zu weit. Verstehe ich, es ist auch nicht so populär, muss man sagen. Für Schnorcheln wird man nicht so oft eingeladen, weil das ist natürlich... Ich hab großen Respekt trotzdem vor der Schnorchel-Community, sagt man ja. Mhm. Also muss ich sagen, das ist ein ganz zähes Völkchen. Ich habe da mal eine Reportage gemacht, als ich jung war. Ach, wirklich? Ja, ja. Mhm. Da war ich hier Afrika und so. Unten am Kap. Mhm. Da wird viel geschnorchelt, also hardcore auch, so richtig. Ja, ich sehe, die kennen sich aus. Ja, ja. Und dann Japan auch. Mhm. Schön. Und es gibt unheimlich viele gute mongolische Schnorchler. Ja, das ist interessant. Dabei haben die ja so wenig Wasser irgendwie. Aber die sind wirklich weltweit ganz erstaunlich. Ich glaube, das ist irgendwie... die sind sehr zäh. Top. Hm. Ja. Ja. Da hätte ich auch, also... Ich sage jetzt mal, also mitteleuropäische Schnorchlerinnen... Das ist natürlich... Ja, schnorcheln sie im Haifischbecken, ne? Ja, da haben Sie recht. Entschuldigung, aber es war ja eine gute Entscheidung. Hm. Da muss ich auch sagen, herzlichen Glückwunsch. Hm. Haben Sie, und die Kasse stimmt ja jetzt auch. Da kann man da drüber sprechen auch. Also, ja, darüber spricht man jetzt in der Öffentlichkeit. Ich finde, das ist auch irgendwie völlig irrelevant. Ja, also, aber... Sie fahren doch auch nach Mallorca. Ich habe ja das Auto gesehen, mit dem Sie gekommen sind. Da muss man ja jetzt sagen... Das Pferd. Das stimmt. Hat auch nicht jemand. Aber ist auch nicht meins. Agent? Darüber spricht man nicht. Schade. Das ist so alles, was so Hintergrund... Worüber sollen wir denn noch sprechen? Sie haben ja jetzt das alles gemacht. Mhm. Alles erreicht? Nee, das würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, es ist schon auch wichtig, dass nach der Farbe noch was anderes kommt. Also die Farbe ist endlich. Ich würde das vermuten, nach dem, was ich bis jetzt an Erfahrungen gesammelt habe. Ich weiß, dass wenn die Leute mal ganz ungern, dass man dann nicht das für immer macht, aber... Also wir können uns schon mal auf eine weitere... auf einen weiteren Schock auch einstellen, in den nächsten 5 Jahren oder eher? Das kann man so vorher nicht sagen, das entwickelt sich eben. Da sitzt man dann wieder in der Badewanne und will nicht mehr schrumpelig werden. Aber wenn das doch jetzt so gut funktioniert, auch mit der, die Presse ist positiv, die Kasse klingelt, der Wagen ist nicht mal mehr ihrer. Sie werden gefahren, offensichtlich. Das haben Sie gesagt.
Ja, das ist korrekt. Das ist Interpretation. Wieso sollte man das aufgeben? Einfach weiter Farbe, ist doch schön. Aber wieso nicht, wenn man schrumpelig wird? Wer will denn schrumpelig sein? Aber Farbe macht doch nicht schrumpelig. Wir wissen ja noch nicht, welche Langzeitfolgen Farbe mit sich bringt. Farbe ist, das ist natürlich stimmt. Ich vergesse mal, das ist ein sehr neues, sehr neumodische. Da haben sie ja ganz schön Furore jetzt gemacht. Mit der sehr neumodische, modischer Kram. Ist ja auch viel Neid. Ist ja schon viel Neid auch, merken wir sowas? Das ist natürlich, spielt immer eine Rolle, das knallhart, das Geschäft. Aber ich muss ja sagen... Ich habe ja auch gedacht, Mensch, da hätte ich ja auch drauf kommen können. Mhm. Farbe. Mhm. Ist ja so schwer nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber wer es dann macht, ist halt die Frage. Na, einer muss es machen. Einer ist immer ganz vorne. Ne? Und das ist natürlich auch... Da muss man sich schon gut überlegen, was man da tut. Es ist gefährlich auch. Nicht? Ich weiß ja nicht, was sie da anstoßen, aber keine Angst. Nein. Da ist sie wieder, die Angst. Keine Angst. Nein. Immer voran. Ja. Das ist leer. Der ist schon ein bisschen älter. Lecker! Ich dachte, ich bringe was Anständiges mit. Ja. Und was bringt denn die Zukunft? Na, wenn wir das wüssten, das wäre ja irgendwie großartig. Was bringt denn Ihre Zukunft? Sitzen, rauchen, fragen und mich auch mal kritisch mit was beschäftigen. Bisschen Research machen. So eine Sache. Kann ich empfehlen. Da wird einem vieles klar. Ich denke, ich lasse es einfach auf mich zukommen. Gut. Wir werden einfach damit leben müssen, manchmal im Leben überrascht zu sein. Das haben Sie jetzt aber schön gesagt. Ich weiß nicht. Danke. Das habe ich mir lange überlegt. Ist das so das Schlusswort oder kommt noch was? Ich weiß nicht, wie sieht es denn aus mit der Sendezeit? Also wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Das guckt sich auch keiner an. Also von daher, wir sind unbegrenzt. Zigarette? Vielen Dank. Also Sie haben schon gemerkt, das Räuspern kam wieder. Da muss man immer, das ist wichtig, dass man... Das ist... Kannst du mir mal selber machen. So. Ja, vielleicht wird es besser. Ich habe ja überlegt, ob ich vielleicht ruhig einfach mal, vielleicht mache ich mal mit Katzen. Das ist eine gute Idee. Was mit Tieren? Nur dann sind sie schon mal vorbereitet. Könnte kommen. Nach der Farbe. Na, sie pushen mich ja schon an. Das ist ja schon eine... Ich glaube, ich habe ein Talent. Ja, das kann sein. Jetzt sind Ihnen die Fragen ausgegangen.
Was? Die, aber jetzt noch mal, wir müssen ja jetzt mal, ich habe das Gefühl, das wird auch mal Zeit für so eine Klammer vielleicht. Mhm. Dass wir da mal, das war jetzt auch ein gutes Gespräch. Ich weiß jetzt, bin jetzt viel besser im Bilde. Das freut mich. Das ist ja auch immer wichtig, dass man alle so aufklärt. Aber jetzt mal die Quintessenz, ja, sage ich jetzt mal. Jetzt, wenn Sie mal, wir spielen jetzt mal ein Spiel, sage ich mal. Jetzt mal, ich stelle eine Frage und ein Wort ist die Antwort. Aus der Nummer komme ich nicht raus, oder? Doch. Die können auch sagen, nö, keine Lust. Dann los. Jetzt mal, Sie haben ja jetzt das alles da vorbereitet. Warum? Nö. Ego? Nö. Das war's. Vielen Dank. Meine Fragen sind erschöpft. Aber nicht wirklich. Das, also es liegt bei Ihnen. Wir können da gerne noch, aber vielleicht habe ich auch keine Lust mehr. Ich weiß jetzt alles. Es wurde vieles bestätigt. Ah, was hat sich denn bestätigt? Dass ich, Zeit habe. Zum Beispiel. Das und ist ja eine sehr schöne Feststellung. Ja, ja. Ja, ja. Und dass man auch, dass auch meine also dass sich das lohnen wird, den Essay zu veröffentlichen. Den ich habe da, das, da haben sie ja schon. Oder? Da haben ja unsere, haben ja schon telefoniert auch, glaube ich. Ich denke, das wird gut. Also für Sie auch. Ich bin sehr froh, dass Sie dieses Gespräch so zufrieden gestimmt haben. Weil man muss ja mal auch woanders hinziehen. Es wird langsam Zeit, da nochmal einen Sprung auch zu machen. Das stimmt. Ich denke, das kann im beiderseitigen Vorteil enden. Ich tue auf jeden Fall, was ich kann. Und das ist nicht Gärtner. Ich sag's ja nur. Ich könnte Ihnen eine Tomate anbieten. Ich sag's nur. Könnt ihr, nee, also ich habe da Leute, die machen das. Verstehe. Ja. Solange das noch geht. Ich bin da ja nicht so. Das funktioniert seit 40 Jahren. Ja, dann soll man das nicht ändern. Nee. Wirklich nicht. Denken Sie mal drüber nach mit Ihrer Farbe. Vielleicht haben Sie da was gefunden. Das bleibt. Das wäre Ihnen jetzt wichtig, ne? Das ist nur so ein Tipp. Sie sind ja frei. Aber mal so unter zeitlich uns. Zeitlich begrenzt zumindest. Zeitlich begrenzt immer alle. Weil das auch nicht stimmt. Ist ja alles unendlich. Da stimmt ja viel eher. Oder sehen Sie das anders? Nee, da muss ich Ihnen recht geben. Das finde ich gut.
Wo wir von zeitlicher Begrenzung sprechen. Ich habe Zeit. Ich muss los. Unendlich. Weil ich habe keine Zeit. Was ist dann das nächste große Ding? Dann lassen Sie nicht locker. Das kann ich Ihnen noch jetzt nicht sagen. Na, die Termine, was ist denn das nächste Ding? Immer wenn man den nächsten Termin. Jetzt sind Sie doch erst mal hier. Na, Sie sind hier. Ich wahrscheinlich nicht. Aber... Das ist schade, sonst wäre das Gespräch vielleicht ganz anders verlaufen. Ich fürchte ja. Also, was jetzt das nächste Ding ist, wollen Sie nicht rausrücken. Nee? Das kann ich Ihnen noch gar nicht sagen. Glücklicherweise. Gut, also dann, es war schön, angenehm. Ja, das finde ich auch. Aber... Auch gerne wieder. Dann beim nächsten Ding. Aber dann nicht mehr, also das war jetzt auch sehr kurzfristig, das müssen wir mal wirklich... Ja? Deswegen das ist ja nicht schon, meine Schuld. Es geht ja jetzt hier nicht so irgendwie um, also Schuld ist ja so, da geht es ja jetzt, Frau Bittersohl. Lassen Sie uns im Guten auseinandergehen. Schuld hat ja niemand. Aber mit Ihren... Dabei ist die Schuldfrage eigentlich sehr wichtig. Ja, deswegen, ja. Wirklich? Das spielt immer eine große Rolle. Für wen? Die Allgemeinheit. Das stimmt. Aber ich gebe Ihnen recht. Tschüss, Frau Bittersohl. Auf Wiedersehen. Es war mir eine große Freude. Entschuldigung. Bleiben Sie gesund. Sie auch.